Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um den Schatz, dankbares Geschenk. Und ich zeige euch mal, wo ihr dahin müsst und was ihr da machen müsst. Ich habe nämlich auch ein bisschen gesucht, bis ich den letzten gefunden habe. Die Sache ist die, ihr seht das ja schon hier bei meinem Handy Notes. Ihr fliegt jetzt hier oben hin und müsst 12 der Tiere besänftigen. Und dann bekommt ihr hier von dem, na, wie heißt er? Von dem Tafin den Schatz. Ihr seht ja hier unten die ganzen Tiere. Ich bin hier überall lang gelaufen, aber ich habe den hier oben übersehen. Das hier ist die Nummer 12. Das bedeutet, ihr müsst jetzt jedes dieser Tiere anklicken. Na, komm her. Und streicheln und besänftigt die quasi. Dann legen die sich hin. Das ist auch ein gutes Zeichen für euch, dass ihr die schon habt. Und das macht ihr jetzt mit allen, die jetzt hier unten rumlaufen. Jetzt muss man einmal hier runter. Ne? Ihr könnt auch ein bisschen mitzählen. Der ist jetzt weggelaufen zum Beispiel. Das ist natürlich auch nicht schön, wenn die weglaufen. So. Das war Nummer 2. Und das macht ihr jetzt mit 12 Stück. 3. 4. Wenn die natürlich weglaufen, müsst ihr das nochmal machen. Na, komm her. 5. Hat er das? Ja. Guck mal, dann seht ihr es nämlich auch. Dann sitzen sie alle. So, komm her. Nicht weglaufen. Dann müsst ihr dran denken, einer sitzt auch oben drauf. Das war vorher ein bisschen schwieriger, hier hinzukommen. Aber da ihr jetzt fliegen könnt, sollte das einfacher sein. So, einer ist noch hier hinter. Übrigens, ich habe mit dem hier das Fliegen selber nicht freischalten müssen. Die Twinks können automatisch fliegen. So, dann haben wir hier noch welche. Und ihr kriegt ja hier auch einen Bauplan für eins der Mounts. Die Sache ist die, wenn ihr die Schmiede selber noch nicht freigeschalten habt, müsst ihr dann nochmal extra hier hinkommen, dann liegt der Plan auf dem Boden. Das ist ja auch die Erinnerung, steht ja meistens auch dran bei den Schätzen. Solange man die Schmiede nicht freigeschaltet hat, bekommt ihr die Schätze auch nicht. So, und jetzt habe ich glaube ich noch den. Und dann dürfte ich alle haben. Genau. Ich verstehe ihn natürlich jetzt noch nicht. Aber hier habt ihr den Schatz. So. Wunderbar. Mehr ist das nicht. Und normalerweise wäre jetzt hier der Schatz drin gewesen. Wenn ihr das aber noch, die Proto-Schmiede noch nicht freigeschalten habt für Mounts, dann liegt er hier auf dem Brunnen. Ich glaube, der könnte auch hier so. So, das wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Gerade deswegen, weil man oft, wenn man hier unten rumläuft, den da oben übersieht. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.